Ganz gut, Frau Dorbilla. Ich hoffe, ich habe mich begrüßen und wünsche euch einen gemütlichen und lustigen Nachmittag. Wir sind immer froh, wenn Lied so oder ein Lied bekommen wird, also ein Ort, sich freie Halle, fast so rauszukommen. Aber und das gibt uns dann noch Mut, verwittert zu machen und falls noch wieder Blut leben, lassen. Oder auch possible, wird so viel wie es geht. Wir haben wieder ein amüsierliches Programm zusammengestellt. Wir hoffen, dass es euch gut gefällt. Zwei Sticker und ein paar Gedichte sind bereit. Also das erste Stück ist der Weltinnergang oder das End von der Welt. So haben doch die Welt da immer geschwätzt, gegen die Welt zu Diener gehen. Aber dann haben wir gedacht, man muss mal so etwas machen. Aber und nachher das andere Stück, ein paar Stöhr, der sich der Mann hat. Wenn dann kommen so alle und ein Lied, was sich vorzustellen geht. Und Frauen, um zu können schaffen kommen, geht. Ob er da wäre es gesehen. Also ich wünsche euch alle gern vergnichten, damit dann von der ganz Tugend oder ein paar von der ganz Tugend geht. Und in der Zeitung, da steht durch, nicht immer alles gehen, was da hinten drin ist. Aber. Endlich, da sagen, was stimmt in der Zeitung, das ist das Datum, wo da oben steht. Und noch, und noch. Du kommst aus dem, was du meinst. Natürlich haben sie gesagt, am 30. Mai geht die Welt hin. Das ist gleich, das ist voll, das tut nicht mehr lang. Und dann muss man etwas machen. Ach, wir sind im Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Aber da hat er was ziemlich hart geschwätzt, Herrich. Mir schien ich so aufgeregt, Lilli. Und du nicht so vertrotzte Gesicht, was ist auch passiert? Noch gar nicht. Guckst du kein Tele, vielleicht du kein Zeitung. Unser Tele ist kaputt und nun der Meiner ich noch kein Zigarett für Zeitung lesen. Aber ich kann mal sagen. An der Tele, da haben sie gesagt, in der Zeitung geschrieben, am 30. Mai geht der Welt hin. Oh, Gott im Himmel, was siehst du? Jetzt habe ich mir eine neue Tele bestellt. Echt wahr? Ich muss wieder aufstehen. Ja, ich habe euch gehört. Du, das war eine so Kalender von der Meier geschrieben. Meier, was war Meier? Schwarzsee-Meier? Wie konnte Schwarzsee-Meier wissen, dass am 30. Mai die Welt hintergeht? Ja, siehst du, das ist doch nicht ein Schwarzsee-Meier. Meier, das waren nicht gewählt, die waren vor vielen, vielen Jahren in Südamerika gewählt. Und die haben ausgerechnet, dass am 30. Mai, die haben so Kalender gehabt, dann haben die ausgerechnet, dass am 30. Mai die Welt hintergeht. Aber wenn die das in Südamerika ausgerichtet haben, dann stimmt das vielleicht nicht verfunglich. Was forschst und du verdingest? Die Stimme richtig. Wenn die Welt hineingeht, dann geht sie innen von Olli. Bei den Amerikanern, den Chinesen, den Franzosen und mir damit.
passieren, was kann man denn da machen? Ich hab nichts. Ich hab auch hier noch. Ey, da müssen wir auskommen auf den Mond schießen. Der Mond, der geht doch sicher nicht hin. Wo wissen wir was? Es ist voll Vollmond, ne? Ich schon mehr Platz dort drüben. Aber wissen Sie was, da muss ich reingehen, mein Mann, der weiß noch nicht Stoff an der Affäre. Der weiß vielleicht die Lösung von dem Problem. Mensch, ich gehe mal schnell rein. Aber sehe schon das Beseite, der muss weh. Ah, du meinst ja, Fredi. Guck mal rein. Wir sehen, schon wieder eine Freundeversammlung. Das war doch schon wieder. Okay, Herr, das ist ein sonst geht es noch mal was. Du bist da? Ja. Ich habe dich ganz morgen gesucht. Ja. Ich bin ein Freund von da. Und dann mache was ich will. Jetzt muss ich nicht alle sagen, wo ich hingehe. Alle, hör auf jetzt. Und muss ich ja auch schon. Ich habe mir Porter Hut schon gebrockt. Du? Ja. Ich bin nicht Olli, ich bin die Freund. Deswegen, ja. Das denke ich schon lange. Darf ich wissen, wo du bist? Ja. Aber ich bin ein Mosan. Ja. Guck mal in deiner Tele. Bist du was bei Händen von gerade? Nein. Am 30. Mai geht die Welt hin. Oh, oh. Und? Das ist aber nicht mehr. Da muss ich mir unbedingt die Lösung finden. Ja? Weißt du was? Wir können uns vielleicht auf den Mond schießen lassen. Das können wir mir deswegen an der Leinwand machen. Adrian, ja. Über so Dinge darf man doch nicht sputen. Das musst du doch mir ernster holen. Die Journalisten, wie die das an der Tele gesagt haben, die waren ganz seriös. Ja, ja. Du, ich meine, du spinnst auf den Mond. Da hätte ich elektrisch und gar nicht. Da kann ich ja nicht mit so viel Glamour gucken jeden Tag. Ja, und? Die schlauen Journalisten haben euch gesagt, dass man jetzt heute Morgen geht. Ich meine, die Wesen selber nicht. Ich meine, man könnte die nur noch jetzt bäden und hoffen, dass oben noch ein Glied plötzlich war aus. Spott nicht so drüber, ey, du glaubst das ruhig nicht. Nee. Aber wenn das tatsächlich so passiert, ja. Da lachst du nicht mehr. Dann haben wir schon getrieben. Ah, Roger. Hi, Michel. Komm. Was machen wir so früh auf der Gas? Komm. Wir haben sicher noch viel vor, Hund, ne? Gar nicht einmal vor, nicht Hut und im Ohr. Wieso? Gibt's schon von einer Planeten oder was? Von was? Na, um einen an der Tele haben sie gesagt, am 30. Mai ist einfach eine Welt. Weißt du das nicht? Oh, nö. Aber, etwas kann ich das an. Der Nostradamus, da hast du schon über mehr wie 1000 Jahre prophezeit. Und hinterher ist immer so blöder Sterne geguckt, wo sie einfach eine Welt da gesiegt und da sind ja immer da. Bonjour, Delis. Bonjour. Ich komme da gerade von Kaman. Ja, so. Ich kann euch sagen, ihr bin euch schon im Courant, gell? Ganz Kaman ist durcheinander. Die Leute, die rennen da eben von einem zum anderen. Die bin aufgeregt, die wissen sich kein Rat mit. Der Pastor hat schon die Glocken lutzen. Nö. Jo. Das Freund hat dann schon mit Ninta angefangen. Nee. Jo, und der Meer hat schon das Kusshändchen, was habe ich auf der Mairie bestellt. Ich muss mich setzen. So bin ich aufgeregt. Ich hätte immer noch gesagt, die Kammer, wenn sie mehr vor ist wie mir. Simon, du möchtest doch halt schon in der Wirtschaft reden, nicht so trägen. Ja, aber nein, ich kenne wohl nicht. Ich kenne wohl nicht. Was will der da haben? Kaffee oder Schnaps? Ich bin nicht in alle Sachen vor Nuss. Aber was? Sicher, da bin manche, die packen schon der Koffer. Ja. Aber der Potte, der hat sie roh nicht verloren. Er hat gesagt, in der Wirtschaft vor sie ein Glas Bier, ruhig und still, nur keine Angst.
lässt sie pissen der Mutter. Er hat gesagt, wie ich klein war, haben sie schon da davon geschwätzt. Ja, der Potti, der ist nie groß war, das ist immer noch so kleiner Mensch. Jojo, und er sieht immer noch, obwohl er wohl 80 Jahre hat, sie tut am Mensch aus. Kleine Kinder wären auch mal groß. Kannst du einen Kaffee holen? Oh ja, gern. Ich bin so aufgeregt, ich will sogar Schnaps drin. Aber hallo, ihr kriegt auch noch Schnaps. Ja. Aber ihr kennt im Joel ohne Schnaps. Guck mal, die sucht doch alles allein. Ja. Joel, hast du keinen Angst? Oh doch, so ein bisschen, Simon, das muss ich dir doch sagen. Du schenkst da Schnaps, ja. Ja. Aber vor, es mal all verschwinden, möchte ich mir gerne doch ein paar Wünsche erfüllen. Oh! Ja. Oh, sag du uns nur, was du noch gern hättest oder gern nicht? Ja, der erste Wunsch, ich habe nämlich vier Wünsche. Vier? Ja, ja. Oh. Das habe ich mir schon alles im Kopf überlegt. Ich möchte mal gern noch einmal auf Saarbrücken gehen, in die Patisserie bei Schubert. Die haben doch so guten Kuchen. Da Bienenstich und der Spatzwilder, der ist doch so gut. Und da geht man von jedem Kunde ein bisschen kuren, denn man braucht ja nicht mehr auf unserer Linie aufzupassen. Du schwätzt verwegen, du hast recht. Ja. Ich habe 15 Jahre, pass ich auf. Dann nehme ich 5, 8 Kilo so. Ja. Dann nehme ich wieder 10 Kilo so. Weil das ist ja klar. Ich nehme sie ab zuerst. 5 und dann muss ich 8. Dann pass ich nicht mehr auf, esse wieder ein bisschen mehr. Und dann habe ich wieder 10 Kilo mehr. Weißt du was? Ja. Den nächsten Woche gehen wir auf Saarbrücken. Ich gehe mit dir. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, dann gehen wir für einen guten Kuchen essen. Oh, Heife-Regime. Da bin ich so froh. Was ist noch mal kein Regime, wenn du so das Ende von der Welt sind? Oh. Ja. Ich könnte ruhig noch gerne auf Saarbrücken gehen. Aber nicht für Kuchen essen. Ich könnte besser zu der Tante Maya gehen. Das war nur zu einzig vor Siegeln. Aber jetzt ist das nur mehr Restaurant. Aber man isst noch gut, viel und billig. Das muss man los. Und was war das vorher? Das war so ein Geschäft, hat der Rotlampe gehoben. Und immer der King und Long Griech. Ja, das hast du gekannt, gell? Naja, was hast du noch für Wunsch? Ah, mein zweiter Wunsch? Oh, da muss ich mich sogar stellen, er ist nämlich gut gesinnt. Ja. Ich möchte noch mehr so eine Ästhetizien geben. Ja. Ich war ja mein Leben noch nie mit einer Ästhetizien. Das möchte ich euch richtig mal erleben. So ein bisschen Lifting machen. Dann gehe ich mal los, die Eiweflitschen hermachen. Die Hut ein bisschen gut sehen, gut glatt so. Den Brust ein bisschen hermachen. Der Buch gut hoffeln. Da geht er mich gar nicht mehr kennen. Hey, Joel. Ja? Aber das ist viel Erwitt. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich schmecke, dass das fertig wird. Und ich was noch? Ja. Für dich ist das viel zu spät. Was hast du noch? Dann habe ich noch einen dritten Wunsch. Dann gehe ich doch noch mal gerne eine Croisière auf dem Mittelmeer machen. Ja, da habe ich nämlich gelesen, in der Zeitung Arche Tendre Tête de Bois, da bin die ganzen Sänger von unserer Generation. Der Hugo Frey, der Dave, der Genialité, Sylvie Vartan, Schella auch. Die ganzen Sänger. Da geht man noch ein paar Delikatessen von dich, das wäre doch auch schlecht. Delikas Buch schon euch kennen, wenn du entweder in der Welt bist, schon machen damit. Ich mach sie doch in der Tasche und hol sie mit. Ja, und wir schwarzen das Schiff, der kommt innen gehen, hast du festgehalten. Schiff oder die Welt? Das ist egal, Lili. Wenn es innen geht, geht es innen. Bloß mit dem Schiff kriegen wir das ein Kiki. Ja, da hätte ich noch einen Wunsch. Ich bin sehr anspruchsvoll, gell? Ja. Mein vierter Wunsch, ich gehe doch noch mal gerne auf Paris gehen. Ich war euch noch nie in Paris. Der Tour Eiffel gesehen, der Eiffelturm.
das alles, da, was da eben da ist in Paris. Wie geil? Ja, aber was nicht? Aber jo, wenn du in Paris ist und das Ende von der Welt, dann gehst du auf der Tour Eisel. Ah ja, ja so wie habe ich gar nicht gedacht. Ja, nicht immer. Ja, ja. Ja, aber ich gesehen, da hängt ihm Daniel. Was gehen wir her, was das ist in ja. Der Affäre. Ja, ja. Bonjour, Olivia. Bonjour. Ja, aber Daniel. Sag mal, hast du etwas eher, was ihr schon du so der Affäre? Oh, ich kann ja gar nicht viel sagen. Ihr macht ja nicht mehr Schnabel, wir machen ja nicht bis dahin hin. Man wird so aufgeregt. Warum doch etwas passiert? Ich habe Angst, ich habe ja so Angst von der Gehirn. Ja, ja. Das Ende von der Welt. Ja. Ich habe nur mal, guck mal in der Internet geblut. Ja, wo? Und da hinten steht drin? Das Ende von der Welt und die Mitte, die geht all in Südfrankreich. Ah. Auf der Horeberg, Ja. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, aber weißt du was, wenn man gewusst. Ich habe so Angst, ich sehe da. Ja, ja, ich gesehen. Ja. Aber ich gehe mir schon vor. Ja, geh du nicht. Es ist schon noch ganz am Morgen, geht aber. Geht schnell reden. Aber ich, wenn man sich schnell dumm und dann vorbereiten. Man muss ja durch zwei, drei Tage von der Nacht. Ich lerne nicht. Jojo, geht du nicht. Ich habe Angst. Hört aber nicht schnell. Ich will mal sagen, wir können ja vielleicht alle zusammen dahin hinfahren. Das kann schon. Aber früher habe ich noch allerhand erbet, Michel. Was? Erben? Ja. Was willst du Erben anfangen? In einer Mond ist das Ende von der Welt. Ja, was ist heute die Show für gar kein Wert mehr? Du bist der Erste, wo dumm lohnt. Das ist das Ende der Welt. Nimm mir kein Brot mehr von der Bocken. Ende der Welt dann nicht. Ich will doch jeden Mann über Brot und alle dann. Jetzt hör auf, bitte, Junge. Brot, sag ich doch. Der hat ganz recht. Wenn ich am Morgen früh wie frisches Brot nicht habe, dann ist der ganze Tag verpusht und es geht alles schief. Ja, frisches Brot und etwas Gutes dazu. Da will ich euch nicht dagegen. Ja, und ein guter Schuss Roda, gell? Ein Schuss Roda und dann ja vielleicht noch ein Schnaps. Aber wenn ich jetzt so gerade dran denke, wenn die Welt inner geht, geht du Michaela euch inner. Dann wäre die ganze Flasche Wind, wo ich da geht, und euch weg. Das wäre eine große Katastrophe. Da muss ich unbedingt etwas erfinden. Ist das denn passiert? So, da bin ich wieder. Bonjour, Fred. Bonjour. Ich weiß nicht, was ihr da an der Soft denken, aber wir haben angefangen, so langsam hinzukommen. Ja, euch schon angefangen. Aber wisst ihr was? Der Jean-Luc, der hat in so dicke Buch gelesen. Ja. Es hat in Amerika einen Kalender gehabt. Ja. Und in dem Kalender war geschrieben, es am 30. Mai alles fertig ist. War das sogar noch drin geschrieben? Ja. Der hat das noch mal gelesen. Ich sah neulich, sind der Herr Beatrice, das ist ganz außer dich. Das meint, wenn die Welt inner geht, dann ist das Ende von der Welt. Egal was, die Maya, die haben doch ausgerechnet. Ich habe auf Internet gelohnt. Ja. Da innen in Südfrankreich, da ist ein Berg. Burgarage heißt der. Wenn man dort aufkrabbelt, dann wird man gerettet. Und sowieso die Maya ist etwa der Welt vorgesehen. Die Maya, denn ihr Welt ist schon lange innegegangen. Und ich bin immer noch da. Du brauchst egal was. Wenn die Welt wieder geht, ist es endlich fertig. Aber jetzt sage ich da, wir müssen rausfinden, wo genau der Berg ist. Ich will dorthin. Wenn ich das GPS denn finde, los wirst du dein Joyous dumm. Aber es ist nicht dich. Wenn wir den nicht fertig gemacht haben, Mont Blanc. Wenn wir den Mann. Ah. Ja. Aber ich noch packen wir unser Auto und wenn der 30. Mai ist, bin mir auf dem Berg, egal wie er. Ja. Aber ich nie kann ich jetzt machen, was ihr will. Oje, was ist da so hautlos? Kann ja nichts zu schaffen. Da wird gerade nichts passiert. Noch nicht. Ja. Schau, ich mag ein Mann, du warst schon auf einem Mond.
Du weißt schon nicht, dass die Welt hinergeht. Dass die Welt hinergeht, das weiß ich auch. Aber wie und wann, das weiß keiner. Wieso? Gestern hat er sofort an der Tele gesagt, dass die Welt hinergeht. Am 30. Mai. Oh, am 30. Mai? Oh, ja. Das ist aber nicht mehr lang. Da muss ich aber jetzt schnell hingehen und fragen, wer ist da drauf? Bleib doch da, ja. Müssen wir mal nachdenken. Ja, ich habe ja noch so viel. Ja, meine Frau, die ist so gewöhnt zu warten. Guten Tag, guten Tag. Gut, kurz bist du ja nicht ab. Einfach in der Welt, ja. Die Kunden nach ruhig trinken. Willst du einen Kaffee dazu? Nö. Oh, schön, das ist mir schön. Jo, ich muss hier ruhig reingehen, gucken. Aber jetzt, in der Hus hat man ja so ganz ein Haufen Dinge zusammen zu gucken. Man konnte doch nicht alles Bett holen. Ja, die Flasche Wien, wo ich im Keller holen. Den begrabe ich in den Garten. Du Fortsbocken! Das Ende von der Welt ist. Meinst du, dass die Garten recht blieb? Aber jo. Wir finden eine Lösung. Genau, ihr könnt mal ruhig leben. Kommt, wir gehen mal Karte spielen. Ja, da können wir vielleicht singen wie die anderen. Karneval. Am 30. Mai ist der Welt in der Gong. Mal eben die Seelung, mal eben die Seelung. Am 30. Mai ist der Welt in der Gong. Genug. Man sieht, dass du gar keine Angst hast für eine Welt. Oh, du hast gar keine Angst vor der Kinder. Du hast schon gar keine. Aber wissen Sie, Boss, wenn wir vorgehen, muss man doch Lebensmittel betonen. Ich gehe mal schnell ins Koralones. Die Männer machen sich schon keinen Kopf über das. Später bin ich da. Ich bin noch ein bisschen keine Zeit. Ja. Wo ist das Schwanz nicht? So kann ich auch. Das ist schnell, ich habe ja schon wieder auf Internet gelost. Hast du schon wieder gelost? Jo, ja, wo der Berg kommt, sehen. Ich habe ein Foto, ja, ja, aber da kommt man gar nicht auf beim Auto. Du, na, wo mir Rucksack betonen und alles noch schläfen. Aber es mich nicht, ich gehe doch dahin, ich muss so viel. Ich habe so im Leben daher. Ja, ja. Du, Daniel, ich habe mir überlegt, wenn wir können jeden Tag ein Orgelgebet machen in der Kirche, ein paar Vater unser mitbeten. Ja, Heimel, wenn ungefähr wenn nicht innergeht, verspreche mal, ist mal. Jede Jahr schon 30. Mai nicht der Prozession machen. Das kann man machen, ne? Das könnte vielleicht helfen. Jo, hast du vielleicht doch recht. Wir haben ja noch ein ganzer Mondzeit, was wir beten. Ja, so viel ist so viel, und wenn es gebeten ist. So viel. Jetzt ist es denken kann. Ich habe die Kuchen in den Bock geholt. Geh, der bestimmt schon zu viel ist. So, ich bin nicht ganz schnell noch das Mittagessen machen. Man muss doch etwas essen, wenn es Ende von der Welt ist. Also, dort muss man doch noch wieder sterben. Ja, ihr Männer, der Hucker noch alle hier. Ah, ja, sind die anderen hier. Ich bin in der Karte, habe ich gesehen. Ja. So, habe ich gerade überlegt. Ich bin schon gewählt. Ja. Das ist meine Idee. Ich könnte vielleicht gar nicht mitnehmen. Kinder, so allerhand, so ganz stolz hier, Schatten auf die Pappen. Oh! Da kriege ich jeder Hund, wenn ich nur daran denke, ich habe den letzte Mal getrunken. Mm. Und die habe ich Alkohol, eine Zirkonstanz, exzeptionell. Ne? Ja. Ich meine, das können wir denken. Ich konnte jetzt aber auch dran wählen, gehen damit mit mir in die Kinder. Ja, ja, ja. Kein Problem. Da ist doch euch da sagen, ja. Ihr vier Punkte, Zirkonstanz, exzeptionell, wenn man ein paar Flaschen so leer. Ja, ja. Ich bin Reklame von Wien, Sieben Wien und ich werde
Wirtschaft doch. Überlegen aber die haben recht. Es wäre doch schade, wenn der gute Wein jetzt verloren geht. Ne? Und Wien ist ja doch gemacht, um getrunken zu werden. Ja. Oh, Jesus Gott, wer gesehen ist da dahin? Ah, Marie Barons, Marie André. Ja, die kommen so gemütlich, haben uns erzählt. Ich bin sicher, die Wesen von der Gottes auch noch gar nicht. Was gehen die Eumen machen? Es Lili hat uns telefoniert, man muss noch herkommen. Ja, ja. Es war ganz außer sich, es hat uns gar nicht gesagt, für was? Ja, es ist so neulich erst. Nein, man geht erst stehen. Ja, wir wissen doch, wir wissen gar nicht. Was wissen ja nicht. Was ist doch passiert? Wir haben 30. Mai geht die Welt in der Großer Gott, was kommt man denn da machen? Ja. Ist ja neulich durch die Regierung schuld, Vater. Ja. Was versagst du, Mariba? Was hat denn die Regierung denn damit zu tun? Die weiß ja selber nicht, wo sie dran bin. Aber ich muss sagen, da kommt nur unser Herr wird noch helfen. Ich meine, ich muss zum Pastor gehen und durch zum Sagen ist man nie da erfunden. Ich bin einverstanden. Ich bin einverstanden. Wenn es nicht hilft, aber schade, kannst du euch nicht machen. So, ich gehe mal ganz gemütlich nach meiner Lebensversicherung nach. Der Weltuntergang ist doch eine Katastrophe naturell. Für das bin ich doch versichert. Das kann doch mir nicht passieren. Und wenn mir etwas passiert, dann wäre ich entschädigt. Was willst du noch machen mit dem... Mit der Versicherung, wenn du nicht mehr da bist. Du brauchst schon kein Geld mehr. Ja, Daniel, man weiß nie. Vielleicht blieb ich vermuscht. Man wird schon gesehen, wer am letzten lockt. Aber ich bin doch gespannt, wie es da jetzt geht mit dem Weltuntergang. Hey, Marie-André. Gibt's doch niemand, wo das schon erlebt hat? Das hat sich ja schon jemand weggemacht. Oh, Maribar, schweigst du dumm? Du hast doch so große Studien gemacht. Nun musst doch du wissen, wenn's End von der Welt ist, dann ist es End. Und so etwas hat noch niemand weggemacht. Aber das habe ich in der Schule nicht studiert. Aber wissen Sie was? Ich habe es mal im Kino gesehen. Ja? Ja? Wir haben es in der Welt gefilmt. Der Erst ist die Sonne runtergefallen. Oh. Dann war es ganz dunkel auf der Welt und ganz kalt. Oh. Alles ist gefroren. Der Salat im Garten. Das Obst auf der Beine. Sogar das Essen im Teller. Und der Wind im Keller. Oh, aber da muss ich aber nicht vergessen, wie man die lange, warme Innerbuchs inzupacken. Du weißt noch was, zum Schluss ist die Welt ins Wasser gefallen und ganz langsam innergegangen. Oh. Ich bin auf die Beine gekrabbelt, aber das hat nicht gelangt. Na bin ich auf die Bergen gegangen bin, sogar bin ich auf den Mont Blanc geklettert sind. Ja, und ich bin die noch gerettet worden. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe mal vor dem Ende vom Film rausgegeben, ich hatte Blas voll gehabt. Jetzt will ich mal nicht. Hey, und hier bei Männern etwas Mittagessen gemacht, ist ja schon Mittag. Schon Mittag? Ja. Eigentlich, aber da brauchen sie nichts zu essen. Aber wissen Sie was? Ich muss meinen Mann das noch verklickern. Ich habe mich gut überlegt, mir Mund der Berg fennen. Ich habe ja noch nicht viel gesehen von der Welt. Da sind immer die Berge anders wie an der Tele. Genau. Mir Mund fortgehen. Fährst du mir noch? Ich mir gehe noch nicht dahin. Ja. Sie ist schon gar nicht mehr. Wo sind Sie denn alle hier?
sicher nicht schon gut sein, Van der Bellen. Egal, wo du lebst. Der Fein, du, der ist gut. Oh, der Fein, ja. Oh, denk mir mal was. Oh, ist ja schon bald Mittag. Ja. Ja. Ich geh mal los, was der Frau gekocht hat. Und langsam. Hey. Ich geh mal los, was die gekocht hat. Ich habe ja noch Reserve, Reserve. Ja, Maki. Aber bis auf Mittag. Dann Mittag dann. Kommen wir dann wieder alle dir durch. Ja. Das ist aber der noch nicht fertig. Aber ein paar Flaschen sind leere. Man hat ja euer Streizen gelehrt, gell? Ja, ja. Aber nicht. Fuhr ist das Mittagessen, das Mittagsschläfchen fertig gemacht. Ja, ja, warum bist du nicht schläfst du? Weil bis ich wach wäre. Das ist die Antwort. Ja, wir sehen, guck jetzt, ob es mit Speck oder mit Fleisch und Speck. Ey, und ja, du hast nicht anderes gehört. Den nächsten Fuch in der Dorf sieht, ich alles gehe auf die. Ja. Und er nicht gehört. Na, gar nicht. Ja.
bin verschwunden, ha? Wo bin ich denn denn dann? Weißt du noch, wo die Männer bin? Die haben den Hintern angefangen. Die haben den Hintern nicht angefangen in der Kirche, im Keller. Was dich interessiert, das ist, es ist wenig Flasche wie möglich mit der Weltenergie. Aber müssen wir gesehen, mit mir hin im Hof, da lege ich den Berg so, mit leeren Flasche. Gepärt, ich bring lieber. Aber die Männer, die machen sich auch kein Gedanken ins Impocken. Aber eins will ich euch doch sagen. Wissen Sie, was ist die so trinken? No. Sie geben sie auch nicht zu, aber Schiss von sie durch. Oh. Ja. Oh, Schiss, aber Schiss. Ja. Muss ich euch doch sagen, je näher wir ankommen an die Weltinnerung, je unheimlicher ist man doch. Aber Marie-André, ich muss da doch jetzt fragen. Hm? Meinst du, ist das so vorgeht, wie es in der Bibel geschrieben ist? Dann muss mir ja morgen wieder neu das ganz viel in den Arsch machen. Ne Marie, warum? Wir können doch nicht das ganz viel in den Arsch kriegen. Ne Marie, Barb, das haben wir doch im Katechismus gelehrt. Die einen, die Guten, die kommen auf Esi, die Schläten kommen auf die Anasi. Die Guten, die kommen in den Himmel. Und die Schläten, die gehen in die Hälfte mit Schorsch drin. Ja, aber ich meine, man muss doch der Herr bestehen. Man muss ja doch Bichte für es machen, wenn man das sterben. Und Bichte auch vielleicht noch die letzte Ehrung kriegen. Danke, Sünde. Bichte. Ich geh Pipi machen jetzt. Geh Gott dort auf die Blase. Ja, ja. Das hat sicher ein bisschen passiert, Keine Sünde, keine Sünde, das ist schnell gesagt, da. Oh, das ist ja passiert. Oh, war, wenn das schon lange passiert ist, noch sehr sozial. Doch, was hältst du nun? Oh, weil wenn es einfach in der Welt ist, kann ich es ruhig sagen. Jo. Aber wir dürfen das niemand passieren. Nein. Wir haben ja ganz mal Schluss, du. Nein. Eben früher, wenn ich mal Natschig gehabt hat. Aber noch war ich nicht mal allein ausgewählt. Aber noch habe ich Angst gehabt. Nein. Aber noch ist der Ferdinand und mein Opa, der ist jeden Abend zu mir ins Bett gekommen. Beatrice, ist er da kommt der Fies wärmen? Nicht nur der Fies. Ich muss nur wie ihr etwas sagen. Du hörst mal. Ja? Was ich denn? War doch immer in Kur gewesen. Ja. In Vichy, ja. Und dann haben wir da hinten immer massiert wird. Und neben Name, da war so ein junger Kerl, der hat euch so da benäht. Da hat er so Kopf rüber gemacht, da hat man geblinkt. Und hab ich gedacht, hab ich so gelächelt, ha? Aber dann hat der mich am schönen Tag in ein Restaurant eingeladen. Da hab ich gedacht, der lag mich in, der kommt ja euch bezahlen. Aber na ja, bin mal ins Zimmer gegangen. Ja, noch. Und noch? Zimmer, das ist doch kein Sinn. Ja. Ich kann doch nicht alles erzählen, doch nicht vor den ganzen Lippen. Ich muss da weg und da bin ich vielleicht doch kein dabei. Du hast angefangen jetzt mit dem Früher hat sie gesagt, man wird alte Kuh und lernt immer dazu. Der hat mir ein Dinges gewiesen. Was? Was denn? Das kann ich euch nicht sagen. Ich sage so, ich muss vielleicht später. Ich kenne euch doch vielleicht Dinges leer. Oh! Aber wer was sagt? Ich bereue es nicht. Oh. Aber muss nicht so lange warten, ne? Was ist so passiert? Jo, ich passiere. Ich ehrlich doch. Ja. Aber ja, Suedo, da muss ich die Bichten für die Welt inhalten. Ich komme ja in den Himmel. Aber ich gebe dir gute Rot.
Dem zu einer Herr, wo nicht gut hört und nicht gut sieht, erkennt er eigentlich nicht. Nee, Herr Schmuck, der Ferdinand hat gesagt, dass ich nächste lieb, dass ich gesehen. Wir haben doch Glück, dass wir uns noch da treffen, dass wir noch nicht alle hier alleine daheim sitzen. Ja. Maribab, könntest du mir sagen, wenn das wirst verheiratet, ist das ich? Was ist jetzt da noch los? Ich sage nicht, aber Was sagen Sie? Vor ein paar Jahren war doch ein großer Hof da, ein Knäb gewesen. Und immer pechschwarze Haare hat der gehabt und immer so Muskeln, alle so schön gewesen. Und ich war doch im Talon dort, gell? Da haben wir Hilfen gemacht, Futterhilfen, gell? Da haben wir so nicht abprobiert. Aber in der Henna war verbucke die Hände. Der Henna immer kommen, ja. Der Henna immer kommen. Und was haben wir gemacht? Oh nein, niemand ruf ich doch hin, ein Hilfschikon. Ja, ist das der Letzte, wo du da im Laufen hast? Daniel, weißt du, wann das so? Oh. Und den hast du von dem Gnäht. Schön, Daniel, das sind ja so viele. Ich nenne mich an. Geht schneller. So. Ich muss euch sagen, wenn man ganz nah in der Box gehuckt, da kennt man euch durch. Ja. Aber jetzt fuhr die Welt. Da muss ich euch etwas erzählen. Können wir euch auch noch erinnern? Von Caroline. Das hat sie nur vor ein paar Jahren mit uns in der Bäckerei geholt. Nein. Das war eine Bingerin. Und das hat allerhand Holz von der Tier gehabt. Das hat mir jeden Morgen Kaffee in die Bäckerei gehabt. Muss ich sagen. Und ich habe da hat er was so warm gewendet. Da habe ich immer doch Menü geschaffen. Und Caroline, das hat doch immer so alles gemacht. Ich muss nämlich sagen, wenn die Mädchen da sollten, wenn die Kinder erzählen, die haben allerhand Bild gemacht. Da. Und nicht und gefragt, warum das so dreckig war. Hey, du, komm! Der Kaffee bringe ich dann selber jetzt. Was los? Das war das warme Ding. Dick oben, nicht innen. Da habe ich mal ein Heckestick bei Ihnen Krumm ausgemacht. Caroline, Herr Fabiko. Doch, von mir.
kein Grund bei mir ausgemacht. Da bin ich hinter das Heck gekommen. Oh je, Caroline. Ah nee. Caroline habe ich nicht gekämpft. Wie ist das denn geheim? Aber vielleicht dann. Adrian, dein Weiter ist auch gut. Sag mal schon 24 Flaschen leer. Caroline, das habe ich gut gekannt. Sehr gut. Caroline, Margot, Celestine, Marie-Thérèse, Agnès, Marie-Lé, Rosie, Corinne, on va parler de la femme. Brigitte, Wunderbar, das schöne Siegel. Schame nur, ich ziehe nur am Dorf. Wo genau ausgesehen, Dorf? Voll de Granatos, Empfang der Welt. Wir leben im Leben. Ich bin der Anna gesagt wird. So ist das Leben. Scheiß ins Loch und nicht daneben. Sowieso, ich und nur die Zahn, das war doch ein Caroline die Fehler gewählt. Dort hat er angefangen. Ja, und, das hat er auch nochmal angefangen. Und sowieso, Windräken, das ist doch kein Sinn, da pa du in der Kirche, ja. Da trinkt er auch immer Wien. Das tut man doch nicht. Na, na, in dem Zustand, wo ich erfährt sie, brauchen wir nicht so dichter von den Himmels kommen. Wir haben schon gehimmelt. Und du, Freundchen, du gehst mal nicht mehr alleine, säckelst den Kopf aus. Der Ferdinand, der geht nicht mehr so dir ins Bett. Hast du das gewiss? Ei, sicher, wohl nicht mehr ist es so. Oje, wenn Sie sieht es nach euch jetzt, hat alle Geheige. Wenn ihr wieder tatsächlich fortgeht auf den großen Berg und noch Mutter ihr schlafen, Hutznaht. Ja, ja. Ich muss da doch etwas sagen. Ich kann gar nicht klettern. Die Ärzte hat doch gesagt, man muss klettern oder auf den Berg. Das kann ich nicht machen. Ich muss aber lieber verrohren. Hallo, gibst du da rein? Na, gib ich halt doch. Aber da hältst du es doch. Na, hältst du. Da bin ich ja wieder all. Bin ja wieder alle hier heimgekommen. Aber haben wir gesehen, um Menü und jetzt nur Ravioli ausladen. Ich habe keine Zeit gehabt, also kochen. Ja. Und ihr jetzt gesehen, ihr seid all da in ganz Frankreich gekesselt, Varora Berg zu finden. Und jetzt sind wir all da, wie ich war im Keller und noch ein paar Flaschen Wein getrieben, jetzt ist das Stock leer. Und jetzt sind wir all so wie jeder wieder einer. Ja, aber wir Mann und ich, wir befort mit unserem Auto, wie es vorgesehen war. Aha. Aber ich sah nämlich nicht, der Bisonfütter, der war ganz in der Hut. Wie mir da eben noch der an den Berg gekommen bin, und ich habe da muss nicht durchgelost. Nö. Na, die haben gesagt, der Berg ist wohl nicht, man muss innen bleiben. Ein Glück ist die Welt nicht innergegangen, ist da? Wenn da haben wir mehr Glück gehabt, das ist das. Wir haben da auf. Ja,
nicht ganz bis nuf. Das Rest haben wir so vor, so machen. Du vor Osterhennen gewesen. Aber ja, wir sind schneller gefahren wie ihr. Eben, aber in Hennawee haben wir schon die ganze Gastrute gefressen gehabt. Da habe ich so wie Mann gesagt, ein Glück erst mal unser Huhn geholt. Er ist so geschnappt. Eben, wie wir da oben waren, Stunden und Stunden, haben wir doch wieder Hunger gekriegt. Da sagt, Mensch, das dumme Huhn, das lebt ja nicht. Er sagt, weißt du was, ich geh's getauscht. Da haben sie es getauscht, dann hat es gegräht, dann habe ich gesehen, dass der Gurgel bitte holt. Haben wir nicht gehabt. Mein vierter Wunsch habe ich nämlich erfüllt jetzt. Aha. Ich bin durch Paris gefahren. Ich habe immer erst gemacht, Cabourg, und dann bin ich bis auf Paris gefahren. Da habe ich den Eiffelturm gesehen, Sacré-Cœur, Montmartre, da hätte wir ziemlich gemalt. Gell? Pigalle habe ich euch gesehen. Aber ich erzähle da nicht alles. Plus, das ist so groß die Stadt. Ich habe mich die ganze Zeit verloren. Und nun mal, Simon, was ich da brat habe, fürs Souvenir. Der Eiffelturm auf den Teig zu stellen. Schlosse, schön geschenkt, Sterne. Aber der stelle ich auf den Teig. Aber das ist aber schön. Oh, ich gehe mich mal jetzt so gemütlich sitzen. Was ist das von dir? Oh, ich weiß gar nicht, was da... Was nicht, und du bist ein Schnur, du. Das ist kein Schnur, das bist mein Glitzchen. Das ist hochmodern in Paris. Und das da ist euch hochmodern in Paris. Ja, die Spiele da, damit mit uns ist das nur für die Polizei und die Gendarmerie. Aber Noel, ich habe nicht noch viele Frosch. Ja. Guck mal da. Ja. Er hat dicke Arme. Oh. Ja. Dicke Beine. Ja. Ist der überholt und dicke? Das ist mein Schuschu! Der ist mein Schuschu! Was ist Schuschu für mich? Na, der ist ja nur einer so von. Guck mal, wie ein Schädelchen. Schnell nur hin damit! Jetzt hat er alles gesehen, jetzt muss ich mich so schauen. Und erst, das ist zu spät. Ich habe so einen Koffer gegeben. Ja, aber ich habe gemeint, sich das Ende von der Welt rentiert sich nicht mehr, gell? Aber ich muss wirklich sagen, ich bin gar nicht vorkommen, ich bin doch hier. Ja, ja. Und die neuen Wände steht da schon noch. Die hatten mir aber geholfen. Ah, ja, ja, ja. Wieso dann? Ja. Hm, wie geht's aus? Ja, ein Mirakel. Ein Mirakel? Was soll ich sagen? Was denn, Mirakel? Aber mein Frigo, ruckzuck war da voll. Und so voll, ich den Tier gar nicht mehr so kriegt. Nö. Du wirst doch nicht sagen, dass der Heilige Geist wart. Alle. Dann ja, dem Honig bisschen muss er helfen, dem Heiligen Geist. Ja. Weil die Liebe war nicht mehr da. Aber dann haben ich mich halt serviert. Ja, Frigo. Und ich wundere noch etwas, du bist doch fort mit dem Gurgel. Aber die Hähne, die waren so traurig. Und dann bin ich sogar oft besuchen. Ja, du bist doch kein Gurgel. Nein, ich habe nur dich komplassiert. Ich bin der Rostkettkuppel. Ah, nein, ich habe die Ehe aufgehebt. Kennt ihr noch, wenn ich keine Ehe euch kann, sonst sind alle wieder Tasten. Du, dann sie Ehe geklaut. Na, die Hähne ja Ehe. Aber
mir das Fahrt doch nicht geklaut. Die Leute waren alle gefurt. Gell, das hat gedacht, noch von dir Tosse denn ja Frigo. Aber noch ist kaum sie servieren. Du hast doch der Eier geklaut. Aber heute habe ich euch gut Kuh gegeben, schon so gut an Eier. Aber kommst du aus Pisten gehen? Zum selben. Ich will euch sagen, ich und Lini, mein Ochtel wird so hoch und ein Berg haben. Aber vorher habe ich doch die ganze Nacht tot gebockt. Da war ich so mit gewesen. Da bin ich nach Porta Musa im Auto eingeschlupft. Oh. Und wie ich wieder Woche vor bin, da war der Welt jemand noch nicht inner. Ja. Da bin ich wieder heimgekommen. Und ich war froh, dass der eingeschlupft ist. Wenn ich nicht gebucht auf den hohen Berg geht, ich war Angst gehabt. Wenn der anfing zu schockeln, dann fährt er mir alle runter. Da war ich froh. Wie ich angefangen, die Autos zu packen, ja. Bist du mit der Fuhr gefahren? Habe ich keine Schlüssel mehr gefunden. Ja, wo willst schon du hingehen, wenn du keine Autoschlüssel hast? Kannst du nicht ganz Gepäck auf den Buckel laden? Aber dann habe ich gedacht, oh, ich bleib daheim, ich warte jetzt ab, dann muss ich nachgessen. Und mit der ganzen Palaver, mit dem Ende von der Welt, da habe ich ja schon ein paar Tage nicht mehr geschlafen. Aber jetzt bin ich gerade so weit wie hier. Ja. Aber ich war nicht vor, schon muss daheim bleiben. Ja, ja, ihr Kumpel da, war das ein Erlebnis. Von dir aus gewinnt noch ein Kleben, dass die Welt hineingeht. Aber, etwas war gut an der Sache. Wir haben gelebt, die Pferde, die letzten Pferde sind da. Kaviar gegessen, Foie Gras gegessen, Champagner getrunken, Whisky. Oh, Dinges, wo man auch noch nicht mehr feiert, der isst und trinkt. Ja, und wo ich war froh bin, haben gar nicht mehr gesagt, gar nicht mehr gekriegt, wenn man einer drauf gemacht hat. Ja, Michel, da ist alles gut geht. Aber es gibt nur mich. Der Hund gewählt, ja, Kira, wie das. Schade. Aber ich tue gerade den drin. Bin da all wieder da, gell? Aber nee, es wird wieder lucky. Ah, jo. Na. So wie ich gehört habe, ich darf den Mont Blanc gehen. Fang nicht zu versuchen. Der hat nicht getroffen, wie ich drin komme. Der hat da gestanden an der Straße. Und da hat ein Panther gehabt im Auto. Das hat nur noch gedämmt und getuft. Und ich bin durchgefahren. Der wird sich alter Quarre, der wird sich besser eine andere geben. Der ist schon von so alt. Jetzt wo die Welt nicht hingegangen ist, okay, dass ich vielleicht eine andere, wenn der da nicht mehr geht. Ja. Die Politiker und die Journalisten, die haben das doch wieder veräppelt von einmal. Die Journalisten und die Politiker, wenn die nicht mehr wissen, was uns soll verzählen, dann verzählen die uns egal was. Ja. Und Schönste, Olid Clemens. Ja, so, Simon, ja? Es gelungen mal du in die Keller von der Wirtschaft. Wenn es gut gelungen, kann ich vielleicht noch ein paar so Flasche Wien. Wo ist denn an der End der Welt geklebt? Ja, ich geh mal gucken. Mach ich was? Ja, hast du nicht in meinem Keller gesehen? Ich bin nicht da. Ich geh gucken, ich geh mal ein paar Flaschen holen. Simon, guck, ich esse Flasche Likör, ich da ich raus von mir. Ja. Ich melde dich schon noch, wenn sie im Auto ist, gehst du. Oh, das ist so gut auf Blut. Ja, ich denk grad, und Wirtschaft. Wir haben gut und nicht warten, dass der Jacki ist richtig im Fall, dass er trinken kann. Trinke mal wieder einer. Ja, schlung grad. Wenn eine kommt, der Jacki. Ich aber zu Fuß. Und hier wird gesagt, was passiert. Oje. Man hat einen Kampf gewinnen. Nee, hoffentlich geht die Welt nicht so schnell hin. Ich komme gerade vom Mont Blanc zurück. 2 Uhr mitten in der Nacht. Mitten von hier ins Buch. Dicker Dampf in einem Kapo von meinem Auto. Motor, Staub, Stumm. Der Portable für meine Batterie für den Portable all leer. Kinder weit und breit. Nach einem Auto haben sie 2 Tage geschafft. Bin ich heimgekommen, bis vor der Garage, jetzt geht er schon nochmal nicht. Nee. Kauf dir doch lieber ein Velo. Ja, ich meine noch. Thank you.
den Dimmelwetter da, bis du den Spruch vor dem Ende von der Welt hast. Am 30. Mai ist der Welt in der Gong, mein Leben in Melon, mein Leben in Melon. Am 30. Mai ist der Welt in der Gong, mein Leben in Melon, in Melon. Aber jeder weiß, in was ein Jahr, und das ist wunderbar. Aber keiner weiß, in was ein Jahr, und das ist wunderbar. Am 30. Mai ist der Welt in der Jung, mein Leben in mir lang, mein Leben in mir lang. Haus, Kaffee, Gatto! So kann es nicht mehr weitergehen. Ich muss unbedingt umatmen. Steff und Dreck überall. Soll ich jetzt die Umfährspielstuhl? Nee. Lob um die Fenster und die Rio schon eine halbe Jahr nehme ich Gewäsch. Und mein Essen ist, und mein Kochen ist sogar keine Kunst. Wir essen schon genug Ravioli und Linsen aus dem Laden. Augustin, wenn du nur noch kochen könntest. Ja, kochen, das alles, ich konnte nicht. Ich habe mich jetzt vor 50 Jahren um dich bekümmert. Du weißt doch, unsere Mama ist schon so jung gestorben. Ich fand dich ja oft gesund. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe einen Buckel, ein Bein, kann man nicht mehr stehen. Ich kann dich leider nicht mehr versorgen. Weißt du, Augustin, von das habe ich schon Annons in die Zeitung gesetzt. Ich gehe mal lohnen, dass die schon drin steht. Ein Annons? Du hast mir ja gar nicht gesagt, oder Fan? Oh, Augustin, es ist noch viel Dinge, wo du nicht weißt. Oh je, wo ist denn jetzt die Zeitung noch? Nicht drin. Auch nicht. Oh, da steht ja mal an uns, Lomo Augustin. Gut gemähtlicher und gediliger Pastor sucht eine Haushälterin. Im Art was. Ist gut geschrieben, ne? Mal abwarten. Ich verstehe dich. Aber ich bin ja so viel älter wie du. Du hast schon so viel geschafft. Ich konnte jetzt nicht mehr helfen. Ich bin futtig. Ich will dich ja jetzt schon, dass du noch lang bei mir bleibst. Hoffentlich lesen die Leute die Zeitung auch, dass gleich einer kommt. Das wäre ja gut, gell? Besonders haben sie alles gibt, für die Zeitung zu lesen. Ja, aber warten wir ab. Ha? Jo, jo, jo. Komm nicht da die Auto raus. Geht es um die Familie ohne Buchstaben. Geschellt. Hat geschellt? Vielleicht, oh. Vielleicht kommt jemand schon. Ja, okay. Oder Annons, gell? Ich gehe mal gut machen. Bonjour. Gelobt sei Jesus Christus. Ich gehe nicht mal in den Arzt, wenn man reden muss.
Feuer machen, komm da von der Ahnung. Ich bin gern bei dir. Ja, das lösen. Hat ein Problem, du gehst. Nein, nein, ich gehe immer so. Bonjour, madame. Ich bin es, Lisa Efeld. Ja. Wir waren in Norberstuhl. Und bin noch ledig und es ist von 10. Und aber ich kann aber schön reden. 2 bis 3 Rosenkranz pro Tag. Und meine Schwester kann ruhig noch reden. Ist das so, Elisha? Und, wisst ihr? Ey, Mamsel, ja auch etwas verloren. Wenn er will, ich kann euch nicht mehr schenken. Obwohl 2 Lächer drin sind. Aber sie ist ein Body war 100% Koton. Aber es schmeckt ein bisschen komisch. Ja. Wahnsinn. Hat er die Annos nicht gelesen in der Zeitung? Ich suche ja jemand von der Haushalt. Von wem brauche ich ja keine? Mit du, das steht nicht auf meinem Stier, aber ich kann doch gut lesen. Ja. Ich habe gedacht, wenn man beim Herr schaffen will, muss man gut werden können. Gut. Mein Liefmat, ich darf die Kinder die gut und fromme Erziehung nicht wegholen. Gehen ihr lieber mit Gottes Segen wieder zu eurer Familie zurück. Die ist euch mehr notwendig als ich. Nee. Das sicher? Ja, ja. Nee, ich kann euch nicht instellen. Gehen ihr nur. Madame, ich hätte euch gerne noch etwas fragen. Ja, was ist denn? Ja, lu mich so komisch. Ich wollte ihn fragen, ob ja die Linsen, wo er gestern sicher gestern nicht verdauen. Es ist ja so dumm Lohn. Sieht man, dass es mir Linsen gestern? Ich geh zu mir, es hier einer Schnärlohn will. Nun, ich nicht geniere für mich. Wir sind nur 10 Kinder hin, wie ich bin das gewählt. Ja, ich gehe nur. Ich kann euch nicht instimmen. Aber Eddie, Herr Pastor, und Eddie, Madame Lukowitsch. Ich brauche okay, so Bettschwester wählen kann ich doch selber, für das bin ich ja bezahlt. Wenn ich das sage, Nikli, das tue ich nicht für dich. Ja, ganz angeschaut. Fängt schon schlecht an. Kaffee haben wir noch keinen getrunken, du. Einmal schnell Kaffee. Vergiss den Schnaps nicht, gell? Ja, schon eins repariert. Oh, nee, okay. Will ich einen Kaffee? Hast du gesehen? Wie viel Rosenkranz hat gesagt, das hätte beten? Das konnte mir selber machen. 6. Oh, ist eine da. So pack ich ihn gar nicht in einer Hof. Das hätte uns nicht gemacht, nee. Und der Dreck, der wäre allein. Zucker haben Sie bekommen. Oh, mal kommen, mal kommen. Ich habe nicht gewonnen. Ich habe nicht gewonnen, dass Leib so viel kennen. Geh doch noch mal aufmachen, gell? Jo, jo, mal kommen. Ah, Mann, am Bess alles. Oh, je. Komm mal her. Komm mal her, Herr Ling. Komm mal her, Mann, am Bess alles. Was kommen die ja dann? Ich komme bei die anderen. Herrin, ich komme bei die anderen. Aber
Ihr wisst doch, ihr kennt mich, ich brauche mir nicht vorstellen. Aber jeder kennt ich stell mich doch so vor, wie die Leute ungefähr mich nicht kennen. Ja. Ich bin niemand am Wes alles. Aber ich sage euch, ich hucke jedes Mal in der Kirche, aber ganz hell hucke ich im Rennfeldstuhl. Ja. Und da sieht man alles, was drin gibt, wie sie gemustert wird und alles. Gell? Und der Herr Pastor kommt doch daher. Der letzte ist ja nicht hingekommen. Der hat noch Biguni gekauft. Aber ich sage euch, die Frommen, das sind nicht die Frommen, die ganz vorher hocken. Wissen Sie das? Was ist denn die vorher hingehen? Aber ich sage euch, die gehen nur vorher hin, weil ihr erste Rot und ihr schöne Kleider so wies. Ja, aber ich habe wieder gesagt, im Dorf weiß ich euch viel wenig. Ich weiß bald alles. Gell? Ja. Aber ich will euch sagen, was doch ein Ding. Kann ich euch mit sagen, der Hans-Peter, der Wissner, der Rot, der Hans-Peter, Wissner, der. Genug. Ich will ja gar nicht alles gehört. Ja, Herr Pastor, jetzt kann ich euch noch etwas sagen. Der große Nickel, mit dem Furtkommen in den Furt geht. Na, der Peter, mit dem er geschafft hat. Ja. Der hat gesagt, wenn die das ganze Wasser binnen erhielten, wo sie die Milch geschüttet und neu verkauft hat, dann könnte die beim Ochen vorziehen. Ochen, was ist denn der jetzt ein Ochen noch? So gestudiert der Mann wie mir, wer nicht, was ein Ochen ist. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Das ist ein Schiff. Ah, das ist ein Schiff. Ja. Also. Ja, nur dann will ich noch was sagen, der Hans-Peter. Nee. Dann wäre es auch genug. Ihr wärst ja die Sünde für den ganzen Dorf. Jeder weiß das. Ich suche ja jemanden, der kochen kann. Und nicht der Grumpa verbrennen lässt, wenn sie auf die anderen Leute aufpasst und die ganze Dorfmärcher vollzieht. Nee. Ich kann euch nicht entscheiden. Nee. Herr Pastor, warte mal. Der Hannes, ja. Der ist ein großer Durchspur. Hat der keine Erde? Da müsste Modesto, der ist doch krank, der kann doch nicht mehr schaffen. Da müsste Modesto krank? Ja, jo. Großer Fulenzer. Der schlechteste Fulenzer vom Dorf. Das ist aber jetzt bis geschwitzt. So jemand im Pfarrhaus kann ich nicht gebrauchen. Hier kommt man in den Froh. Hier kann jetzt direkt gehen. Stellen wir mich nicht hin. Nee, da schwätzen nicht mit den Leuten. Nee. Hey, Pastor, nee. Wissen Sie was? Nee. Ihr bin nur Schalus, dass ich die Sünde besser wisse wie mir. Ja. Aber dann sage ich euch gar nicht mehr. Und euch nicht mehr sagen, ich gar nicht mehr. Da will ich dann gar nicht mehr. Die Bistur sagen sie nicht die Wahrheit, die sagen nur reden. Aber ich sage nicht die Wahrheit. Und wenn ich nicht stelle, dann nach Hessen. Oh, Gott, verschone mich für so Festverständnis. Nee. Hast du gesehen, du? Wie das über den Leib geschwätzt hat. Klepper, Ratsch, so etwas habe ich noch nie gehört. Oh, du, das geht ganz Dorf zu jener und auswählt euch doch. Nein. Mir ist das jetzt ganz Angst. Ich gehe meinen Schleber in die Kirche beten. Busch geht auch schon nicht. Wieso? Ich wäre schon so weit. Es ist doch nicht gehört. Ja, ich gehe aber doch jetzt in die Kirche. Das hat ja geschält. Ja, gerade deswegen. Ich habe ja Angst vor den Spritzen. Ich bin lieber in der Kirche. Geh doch jetzt auf. Einführung, ihr kommt sicher später. Augustin, das ist nicht der Einfirm hier. Komm mal rein. Bonjour, Herr Ling. Bonjour, komm doch hin. Bonjour, Madame. Und was kommen die hier dann? Ich komme von der Anno. Ich bin das Gretel Putzwillig. Ja. Ach, was kann man denn so alles machen? Mein lieber Gott, so schön sieht er sich kommen. Der Gesicht bin euch nicht aus. Ja, von da haben wir ja auch noch in das Heilung gesetzt. Wir haben bestimmt schon 6 Monate kennen. Putzfreunde. Ja. Aber ich kann nur über Krankwiese, was ich konnte machen. Ja. Da ist ja der Storch fängt dick auf dem Mäbel. Verhaftung.
Was will er da machen? Da gehen wir schon ein bisschen rum da. Und wenn er die Schließlicher alles mitbracht. Was hat er mitgebracht dann? Das ist Porzellone, Mann. Das ist alles bio. Das tue ich gar kein anderes Ding. Warten doch noch ein bisschen. Du musst das warten. Was machst du da? Moment. Was der Stolf ist. Ich weiß ja alles mit. Kann er wissen? Kann er wissen doch? Ja, Moment. Darauf kann er gar nichts zu tun. Das mache ich selber. Mach doch mal gemeldet, dass man zum Wort reden kann. Mein Herr Ring, ja. Schwätze können wir noch her. Ich mache die dickste Drecke, weil kann er gesehen, was ich da schon eine Lupe gehabt habe. Und schau mal, die Fenster, wie die ausgesehen und die Rinder. Ja, mein, ich weiß ja dann. Das ist schön, ich sehe, dass da mal Osterputz gemacht wird. Und ihr Leben kennt der Boden. Ich sieht der aus. Mein lieber Mann. Wir wissen, dass ja das nicht sauber ist, aber setzen euch doch mal ein bisschen. Und euer Sultan, ja, hat er jetzt mal Sultan? Ich bin hier schlafen mit der Kotz. Was? Geh mal doch da weg. Du hast ja gar nichts dran zu tun. Was gehört dazu? Die muss sich schon helfen. Geh mal. Lass mal sofort. Augustin, ich mach ihn doch nicht so männlich. Ich suche doch hier so Putzteibel. So jemand, der kochen kann. Wo man das Telefon abhängt. Oder einen Knopf annimmt. Und einen guten Kuchen backen kann. Dazu ich Sofa, so das ich doch. Das kann ich alles machen, Herr Ring. Ja. Wir brauchen mich nur machen lassen. Und während ihr mal gesehen, wer ihr Buch mit euch nicht geschafft habt, können wir euer Haus nicht mehr. Aber, mein Name ist Friedrich. Wollt euer ganz gekramt, macht es aber neu in eurer Tasche. Ja, ich werde euch Bescheid sagen in ein paar Tagen. Die nächste Woche. Hören auf. Das ist kein Krams, das ist ganz neu, habe ich das gehört. Ja. Ich werde mir euer Angebot überlegen und sage euch Bescheid die nächste Woche, gell? Also, ja. Hol euer Krams damit. Und dann gehen wir nächste Woche in ein paar Tage. Ja. Gehen wir. Ende, Madame, geht. Bis nächste Woche. Ja. Du, Riedling, die da hat schon so ein bisschen länger bei Hol. Ja. Die hat's ganz ausgeputzt und noch vernischt. Ach, du hast schon recht. Aber hast du gesehen, wie die mir an den Sultan Fummel kommen? Das kann ich nicht leiden. Von da kann ich's gefunden. Du musst aber doch so gern, dass du mit der Kopf schlägst. Ja. So, ich gehe jetzt in die Küche noch ein bisschen Geschirr wäschen, gell? Ich aufmachen! Jetzt muss ich gehen aufmachen. Ist schon nicht stecken. Ich komme. Bonjour, madame. Bin ich da gut beim Hering? Ja, komm in den Hering. Bonjour, madame. Ich bin die Infirmière. Die Madame Fiebermesser. Und ich mag das hier, die Madame Stäbsle, denn die hat eine Grippe lesen. Ja, wenn Peter jetzt da spritzt. Alles weh, dann kriege ich alles weh in Spritz. Ja. Augustin, wer ist denn da? Komm, Schäm, Niklas, ich stehe für mich. Oje.
Ja. Bonjour, Monsieur Herring. Bonjour, aber Augustin, ich bin ja die Anna Infirmier gewesen, die Leute kenne ich schon nicht. Oh, nee. Gewesen, mein Mann, sehen. Die Anna oder er, das ist selten. Mein Bruder hat noch immer Angst gehabt, wenn sie spritzen. Den muss man heben, die so wie kennt. Ja, ja, aber der ist schon pocken, aber. Nee. Nein! Nee. Nickel? Ja. Wir kennen uns doch. Wieso denn? Nee, doch. Nee. Jetzt geht er noch her, lädt sich Lene. Nee. Wir waren doch nicht in der Universität. Das ist doch unmöglich, ne? Moment, doch, das ist nee, schon... Ja, kompieren eigentlich. Du bist ja Nickel, oh pardon, Herr Bischof. Nee. Ah, doch, ich trompiere mich nie. Ich kann dir noch genau sagen, wo du eine Windblätter sitzen hast. Ein bisschen innen, mehr innen wie der Santa, da. Aber jetzt bin ich hier weg. Du, wer sind das Olli, dass du eine Windblätter noch mehr schaust? Ja. Was bist ja. Wenn du das willst, dann bist du Smeli. Ah ja, geht, wenn man will. Oh, ja, Smeli, jo. Jetzt, das war doch schön, ja, hatte ich ja jede Seiten. Oh, je, oh, je. Weißt du noch den Sonntag, wie wir fortgegangen sind, wie wir so machen, fort mit der Mobile, durch den Papa sie so Rolex geglaubt gehabt. Und ich war beim Schorsch auf der Vespa. Ja, ja. Da bin ich so gefahren in der Wellerin. Du bist vor dran gefahren, ob bist du ausgerutscht beim Solex? Und rrr, warst du. Das hat weh getan. Da hast du weh gehabt, hast du geblutet. Ja, ja. Und so habe ich die Windblecken gesehen. Ja, ja. Ich habe dich ja schon ein bisschen Studium gemacht, von Affirmiert. Ja, ja. Und dann habe ich da die Buchse abgemacht. Ja. Und dann habe ich dich abgeputzt und. Ja, ja. Und so. Ich kann mich jetzt gut erinnern. Ja. Ja. Aber hier zwei, du oder Josh, haben da mich noch ja stehen gelassen, gell? Böö. Und dann bin ich alle zwei in den Wald gegangen. Was hat er da drin gefummelt, der zweite? Das war ja, schön ja. Gewesen. Hast du das schon gebeicht? Hast du es gehört oder gewusst? Hast du das schon gebeicht? Das ist schon, Bursche, nicht mehr Pflichten. Ja, das ist ja schon lang. Jo, jo, her, schon davon. Lang, jo. Und der Schwarz, das ist schon mein Mann. Jo, jo, schon alt, so wie das, jo, wir schon rüben sind daher. Okay, und oh, noch viel anders, wenn das so jetzt verstehe ich, mal, was du gesagt hast, ich weiß noch nicht alles. Jo, jo. Ich habe Studien gemacht für eine Firma, aber ich habe mein Diplom nicht gekriegt. Und du bist jetzt der Erste. Oh je, oh je. Du, Monique, das tut nicht weh. So, schon fertig. Nochmal. Das ist mir gar nicht gut. Jetzt. Hey, hey, Augustin, willst du nicht mein Spritz auch holen? Nee, nee, nee. Du kommst jetzt da her. Nee. Ich sitze nur mal jetzt schnappen. Am Moment, letztes Mal. Warten. Nee, nee, sei doch nicht so. Ich mach doch Angst vor der Spritz. Ich mach das doch kein Weh. Nee, ich jetzt komm. Oh Herrgott, helf mir! Unter Gottes Elf und der kleine Mottes! Ei!
Hut. Ich meine, das ist von Schachti Hut. Ich meine, das ist von Bistuhl immer sitzen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber es ist schon oh, so gong. Und dann weh. Nein, da. Also? Ist das immer eine Attacke, bitte? Oh, je. Immer so? Oh, von Wien an, weil der ist sehr gut. Oh, der hat schon nicht changiert, aber immer Pippel dich gewählt. So. Oh, warte voll, ich muss wieder weiterstehen. Ja, ja. Denn ich habe noch viele Patienten gesehen. Aber weißt du, ich war so froh, für dich wieder zu sehen. Ja, ja, ich auch. Aber ohne Spritz wäre man ja besser gewesen. Okay, ich komme es auch noch mal. Ja, kommst du noch mal durch, nächstes Mal, gell? Aber ohne Spritz. Ich spreche, dass ich komme. Ja, da fehlt mir noch was. So. Griff an, wie bei Jumbo. Ja, Geld ist besser wie Spritz. Da haben wir Dinger geliefert. So, alle. Durch, ja, ja, alle. Es tut doch weh. Du hast mich wieder blamiert, ob ich das mir. Du klingelt schon wieder. Ich habe doch keine Lust. Alter, kommt schon wieder? Nein, ich habe mich laut vergessen. Ich weiß nicht, ich habe mich schon. Kommst du nicht? Komm. Ich gehe jetzt, bis auch noch mal. Bitte, merci. Oh, Augustin. Mir ist es gar nicht gut. Ich glaube, ich sehe dann den Kopf ins Host. Oh, nee. Mir ist es gar nicht gut. Nee. Oh, mein armer Brüderchen, hast du guten Hudel? Ja. Oh, je. Besser wäre ich 2 Stunden auf der Kanzel, redisch halt, oder 6 Stunden im Beistuhl sitzen. Nee. Ich glaube, das wird mir ja so sehen. Nee, das kann ich nicht mehr machen. Nee. Komm, da hat es schon wieder geschellt. Du hast ja so getan mit dem anderen. Ich weiß ja, ich habe nicht gemeint, dass so viel Leid gehen. Oh. Die suchen Ehre. Jo, komm. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Ich bin dir Fräulein Schön. Ich bin 50 Jahre alt und noch ledig. Ich komme für den Platz als Hausdame. Da kommen doch noch Reste. Das Dorf ist nicht von Dorin. Das kommt sicher von Bayern, der Henne sahen zum Grüß Gott. Ich habe mir gedacht, ja. Gepflegter Haushalt, gebildeter Mann, sowas wird mir passen. Und Herr Pfarrer, ja. Ich habe noch ein Hobby. Ich kann sehr gut kochen. Oh, den Hobby, den habe ich nicht. Kochen komme ich schon selten. Ich habe ja eine große Pfarrei, viel Dörfer und viel Beschäftigung. Oh je. Haben Sie doch die Dorschlehre gelassen? Ja. Fräulein Schön, wie stellt ihr euch dann die Ehren so vor? Es gibt gar keine Antwort. Einmal in der Woche ein freier Tag. Eine Wohnung mit Bad. Einmal im Monat mit Ihnen ins Restaurant. Oh. 4 Wochen Urlaub. Haben Sie auch ein zweites Auto? Ein Auto? Ich fahre ja nur mit dem Velo. Mit Fahrrad kann man doch nicht einkaufen. Oh. Ich kann doch nicht immer warten, bis Sie nach Hause kommen. So was.
nichts. Haben Sie eine Putzfrau für die großen Arbeiten? Ja, ich soll doch gerade jemand, ich brauche die Bestellung des Weite hin. Und was der Lohn anbelangt? Ja, schwätzen wir von meinem Lohn. 1500 Euro pro Monat? Jesus. Kosten und Logis? Ja, das ist ja mehr, als ich verdiene. Den 13. Monat? Och, ja. Urlaubsprämie? Ja, lieber Herr Pfarrer, ja. Die Weihnachtsprämie nicht vergessen! Wenn er nicht noch Osterhas hat. Nee, nee, Fräulein Schön. Für meinen einfachen Haushalt bin ihr bitte sicher zu schade. Ihr müsst in einen besseren Hausstand suchen, so fein sie ihr sind. Komm, Madame Fräulein. Lieber Schön. Herr Pfarrer, ja. Das werden Sie noch bereuen. Ja, okay. Denn ich bin ein Sie. Ja. Sorry, eigentlich, und ich wäre bald bankrott gewesen. Du stehst du sehen, was die veranspricht? Oh, nee, du, was fehlt denn so eine kritzig hin? Schon, ich bin von so etwas. Wo stammt denn die her? Nee. Am Prinz von Habenix? Augustin, ich meine, ich habe die Nase voll jetzt. Ist schon bald end, wenn da und mal noch niemand von. Nee. Ich habe gerade Kopf gekriegt in der Affäre. Wo steht auch schon? Unser Herrgott da oben wird uns schon helfen. Ja, okay. Da klingelt es ja schon wieder. Ja, du musst halt gehen. Jo, ich habe aber nicht gemeint, dass so viele Leute kommen. Ich weiß ja, ich habe die Anlass in die Zeitung gesetzt. Ich habe gesagt, ich... Aber doch geh. Ah, Madame Modest, komm nur hin. Wie geht es dann? Komm. Oh, mir geht's ganz gut. Aber was kommen denn hier? Ich habe gedacht, ich habe gehört, ihr sucht einen Markt. Und habe ich gedacht, aber ein bisschen Geld zu verdienen, gehe ich mir die gleich probieren. Aber wesen mein Mann, der hat ja kein Erbe. Ja. Aber ich kann alles machen. Ja. Ich kann kochen, putzen, stricken, flicken, ich kann alles machen. Ja. Aber mein Mann, wie ja. Euch gesagt, und der hat kein Erbe, der kann in euch instellen. Der weiß da wirklich schon mal nicht viel Geld. Und der kann doch im Garten schaffen und kann in der Kirche schaffen. Und wenn er bis daheim einen Nagel in den Mur macht, dann ist er besser, der kann alles. Aber meine Mutter ist, ja, gehen euer Mann rufen, er soll noch heute oben durchkommen. Gut so. Ja, er kann direkt kommen. Und dann werde ich mir die zwei Angebote überlegen. Dann werde ich euch. Ich werde ja so froh. Ja. Gehen und rufen, wir warten oben. Ich werde so froh, wenn ihr uns gerne einstellen. Aber Eddie, ich werde was machen. Ja, gehen und rufen. Ja, er wird nicht kommen. Ich meine, da habe ich vielleicht etwas Gutes gefunden. Nicht die Frau, die hat mir ja gut gefallen. Nicht so anspruchsvoll, gut verschaften. Mit der kann ich mal probieren. Aber Beste, die Anna Feschbacher, die hat mir ja gesagt, die Madame Monsieur Modest, das wäre ja Faulenzer, gell? Aber ich habe ja gerufen bloß. Und werden wir gesehen, weil er kann schaffen. Ich habe ja gesagt, er soll auch noch. Augustin, wo ist er schon? Geh auf mal. Aber ich bin Mutter, ich komme mal hin. Ja, das ist ja was du hast. Ja, mit meiner Frau hat gesagt, ich soll mal mit euch vorbeikommen. Ja. Die hat doch bestimmt schon ein gutes Wort für die Familie eingelegt, ja. Irgendwie. Ich habe gehört, die haben vielleicht, ich kenne Erwin. Was kann das also gut schaffen? Herr Pastor, ja. Ich kann alles machen. Ja, aber was da? Aber wohl alles.
Wenn du Robinet trebst, ja, dann kann ich der Robinet flicken. In der Kirche, wenn der Bier kaputt ist, dann kann ich die remplacieren. Ja, und noch? In der Glockenturm kann ich mich gehen und über Glocke schmieren. Ja. So, da finde ich frisch Papier in dem Büro da anmachen. So, das wäre notwendig, ja. Und was kann einer noch machen? So. Ja, aber im Garten. Ja, im Garten. Da könnte ich graben, ja, da könnte ich hocken, da könnte ich Krumpersätze ausmachen, ja, da könnte ich groß mähen. Aber geht, wie will ich doch sagen? Nee. Im Garten, geht im Sommer, wenn man dort schafft, ja, da ist doch immer so heiß. Oh, das ist doch gar kein Problem. Ich habe ja gerade mit Kaltwasser löhnen. Da kann er ruhig trinken. Und wenn es nicht langt, wenn er will, 20 Meter weiter bin mit dem Schaffen, diese Schlauch kann er nicht ziehen. Herr Pastor, ja, was hat er dich doch? Die Blumen sind jetzt, nee, die Koppel sind jetzt, die kann man trinken. Das kann er auch trinken. Ja, was will er dann? Ja, ich hätte gemeint, wenn ich gehe in den Garten schaffen, da in den Garten hieß ihn, ja, da Kinder immer eine Koste Bier stehen. Ich verspreche euch, ich werde nie Svejo Mol trinken. Ja. Immer nur mit Edin oder Anna. Ja. Das ist aber nicht viel geschafft. Na doch, Herr Pastor. Ihr werdet gesehen, in Sveda, da schaffe ich mehr wie manch einer in einem Dach. Aber Müsse Mulles, ja, mir wäre es aber besser gewesen, wir können im Endaff schaffen, was die anderen in zwei Dachen schaffen. Das wäre mal vielleicht besser gewesen. Ja. So, ich werde mir ja Angebot. Das ist Bibosser. Oh. Ja, Müsse Mulles, ich werde mir ja Angebot überlegen. Und da sah ich eigentlich geschält in ein paar da und eine Frau auch, gell? Ja, aber nicht zu lange warten. Ja, ja. Geh nur. Da habe ich ja durchgekriegt. Ja. Da fällt meine Treppe nicht runter. Ach, du besinnt mit der Gemacht. Oh, da muss ich das. Ich stinke von meinem Kohl. Nee. Augustin, ich habe jetzt die Nase voll. Nee, guck mal, wie viel Uhr ist? Die Leute bin noch nicht im Menschen. Morgen um 20 Uhr kommen sie noch. Nee. Aber, Augustin, ist mir egal. Egal, wer kommt, die wird jetzt hingestellt. Gelobt sei Jesus Christus. Komm hier von Beerdigung. Ja, wir kommen doch von der Hochzeit. Hochzeit? Ja. Ah, nee. Ja, von was kommen denn hier? Ich komme für die Annonce. Oh, Schatz. Ich bin raus hinter dir. Nee. Ei. Augustin. Ja, Augustin ist doch ein Mann. Kann euch vielleicht helfen? Mir fährt doch anziehen. Moin, das mich doch nicht. Der Herr wird gut mich. Ja, ich komme von Saarbrücken. Ich war der Erste im letzten Konkurs. Von Haushälterin. Ich kann alles machen. Ja. Bocken, kochen. Und im Kochen wissen wir, was mein bester. Was ich besser koche? Pumpenspätzle. Da hat man ein bisschen. Jojo. Was kann er denn noch machen? Ich kann Kuchen, habe ich gesagt. Rendezvous holen,
Computer, kochen, bocken, alles, alles. Ich kann noch alles machen. Sogar Knipp annehmen. Nickli, der da ist im Top-Niveau. Ja. Okay, der ist nett und höflich und angenehm. Ja, aber Augustin. Hey. Augustin. Aber lo kann er nicht schlafen. Alter Koster, wir haben uns die Maske in der Ohren. Lo kann er nicht schlafen, Augustin. Der muss sich jetzt immer so viel Hönnchen nicht kann noch viele, ich kann noch viele Dinge machen, an was der gar nicht denken. Ja. Nee, Augustin. Wenn du willst, ich kann da oben bleiben, aber schlafen kann er nicht. Was? Ich kann doch nicht sogar den Kaffee einmal ins Bett bringen. Nee. Junger Bo. Moi, kann da wieder als Trick kommen um 9 Uhr und dann sagen wir euch Bescheid, dass sie eingestellt werden oder nicht. Moi. Aber gehen haut oben schon das Zimmer suchen. Meine Schwester will ja sicher haben, dass da bleiben. Gehen euch das Zimmer suchen. Kann ich mir mal das da? Jo, los. Ja, los. Ja, los. Ja. Komm dann, Moi, früh wieder. Bis morgen. Ja. Gehen nur. Oh je, Augustin. Das ist ein netter Morgen. Augustin, gibt's sowas auf der Welt? Augustin, ich bin jetzt fix und fertig. Wenn ich dran denke, was heute passiert ist, die erst vor Haut kommen ist, die man am Elf hält, die hat nur ans Beten gedenkt. Die zweite, die Madame Wes alles. Wes alles. Oh, gefrech. Gefrech war die. Und die dritte, die Putzwege, die war besessen. Hast du an Putzen gedacht? Hast du gesehen, wie die mir an den Sultan Vogel kommt? Besser zu super, geht's? Nee. Und die Madame Fräulein schön, ein eng gebelltes Ding. Nee. Die Hellus war ein großer Loch. Und naja, ist die Madame Modes gekommen. Und Monsieur Modes. Sie war ja brav wie Frau gewesen. Die hätte mir ja gut gefallen. Aber ein bisschen lahletzig war sie doch gewesen. Und er hat sehr viel Durst. Ja. Und der letzte, wo komm ist, der versagt Ricken noch. Finde ich nicht, dass der ein bisschen komisch ist. Hat er so Manieren gehabt, wisst du? Mir gefällt er gut, besser wie die anderen Olle. Ja. Aber auch bestimmt. Wenn die Leute im Dorf das jetzt hören, wenn die Leute das hören, der Pastor, da hat ein Mann aus Haushälterin eingestellt. Nee. Ich hören sie schon. Nee. Oh je. Und vielleicht mit der Affäre bin ich noch bei der Papst gerufen. Muss den Augen schon nicht lehnen, der wirklich viel an der Ehre wird. Jojo, ob. Großer Gott, steh mir bei. Wir sind eine lustige Gesellschaft. Wir schnappen und singen auf Pferd. Wir haben Museum in Lidl, weil jeder so gern das hat. Ja, unser Platz erleben, die lange Jahre noch. Wir lassen es nicht sterben, weil das spielen wir es doch. Wir reisen von Redling zu Bonn, weil uns das gut gefällt. Wir sind wie wandernde Sänger, gehen hin, unsere Ost bestellt. Ja, unser Platz erleben, wie lange Jahre noch. Wir lassen es nicht sterben, verdorst spielen wir es doch. Wir bringen mein Schämen zum Lochen, wo sonst stolz traurig ist. Durch unser Spaß und Sochen, kein Triegesicht mehr mich. Ja, unser Platz soll leben, wie lange Jahre noch. Wir lassen es nicht sterben,
da spiel mir es doch. So haben sie uns in der Schule verbot, unser gutes altes Brot. Aber jetzt ist wieder flott, unser schönes altes Brot. Ja, unser Brot soll leben, wie lange Jahre noch. Wir lassen es nicht sterben, weil doch spiel mir es noch. Drin wollen wir Fußherren, sollen wieder schwätzen noch, damit noch Junges wären, uns nicht vergessen euch. Ja, unser Gott soll leben, wie lange waren noch. Wir lassen es nicht sterben, Das ist doch der Feuermeister oben drauf.
ist doppelt dann, aber sie sind doppelt gesehen. Adrian, da war ihr Hut voll wie tausend Monden. Aber dann habe ich doch nicht schlecht. Der Rotti, und habe ich mich da zu Gunsten verständigen, aber gut. Ich bin fast dort, voll. Da bist du bei euch, da bin ich weg. Die Hunde verstört, oder wir da hinten im Keller los. Beatrice, und du manchmal ganz energisch sind. Es muss sein, dass es noch bald Wellholz holen. Joel ist eine ganz neue Rückkrieg. Das haben wir jetzt frisch gefischt. Das wird frisch recht in der Abmontungshaft. Ist einfältig, die ist so gut einfältig geworden. Hat aber gut, das hat es auch richtig gemacht. Er ist erinnert uns verloren, der hat heute nicht alle davon gekonnt. Ich kann mir nicht vorstellen, wir kennen sie alle, wir verbieten. Ich kann mir nicht vorstellen, die Schäden machen, wir für Pastoren. Daniel war ein Modismo-Kerl. Er für mir, ob er das kennt, noch ziemlich gut. Das letzte Mal war es, als ich dort so gern. Das ist so toll, dass er mich vorstellt. Und ein schön, ne? Da haben wir gestaunt, ich ruhig. Ja, lieber Mann, die war elegant. Ich bin. Christine, das hat so gemütlich dahin im Stuhl geguckt, hat sich die ganze Sache angelogen. Das hat so schwasiert, aber ob es jetzt richtig schwasiert hat mit den Haushältern, ich weiß nicht. Aber das Lili, guck mal hier, ich will nicht mehr früher stehen. Das ist schön für Favite, das kennt man ja schon Favite, wenn das war. Wenn das auf der Bühne kommt, dann guck mal, ihr kennt ernst die Rolle, gell? Das geht. Festverstellt, ja. Und Simon, das hat mal diesmal dichtig Patron gespielt. Ah, oui. Das hat gekonnt, hä? Im Dunkeln, der mich immer der Erbe tolle Gerfer, das Sonne wird, das Olli der Bisheren, und aber ich bin immer so Paderbib und ein bisschen durch, wenn man nicht abschwätzt. Ich weiß es, ich schwätz von mich, ja, denn ich hier euch nicht mehr. Der Schmidhäusler hat mal einen schönen Vortrag geschrieben, über das Old wäre ich nicht schön, hat er gesagt. Man sitzt in der Schorsch geschrieben, dass der Hinkel ist nicht mehr Husscher, hat er gesagt. Jung bliebe ich, ja, das bringen sie euch nicht fertig. Deswegen kann man das euch in der Schorsch geschrieben. Ich merke es euch, ja, aber was, man muss ja alles holen, wie es gibt. Hat ja keine Wahl. Heute früh haben wir euch noch einen Krebs, wo es filmen mich. Ah, ja, oh, man wäre immer mehr moderner und mehr komplett. Ne? Ah ja, es ist gut, wir machen uns das nicht, dass ich da drinnen werde. Ah ja, der hat Deko gemacht, ja. Ich war nicht immer dabei. Da muss ich mich jetzt schuldigen, ich weiß nicht mehr alles. Der hat noch ziemlich, der Hennen hat das Ding geholt, Simon, das hat er nicht gemacht, der hat viel Dekoration gemacht. Und so hat dass die Bühne da etwas ausgesiebt wird. Da hat sie ja gemerkt, sie ist ja doch ganz mehr nobler, als wie es auch schon gewesen ist. Da war es mir gewesen, ja.
Na mich sieht mir das nicht. Man muss nicht viel an vergessen. Das Spielchen kommt hier nicht mehr auf die Bühne vor den Spielen, aber macht uns mal die ganzen Texten, Gedichte und vorher gelesen hat, macht man immer gut mit, kann man auch applaudieren. So, ich bedanke mich, dass ich und der Konstrukt bedanke sich, dass so viel gekommen sind und dass wir so gute Süße haben. Man wünscht euch alle hier eine gute Heimreise, gell, kommen alle wieder heil heim. Das hast du. Aber. Ja, aber wenn er Lust hat, kommt er dann ja wieder. Wenn du mich dieses Jahr gefunden hast, kommt er nächstes Jahr wieder. Ja, und was ist fair? Und jetzt noch 2 Stunden und kommt wieder hoch.